So, herzlich willkommen hier beim Nachmittag des zweiten Tages der MRM-CD. Wir kommen jetzt hier zu einem sehr interessanten Thema, und zwar gibt es ja gerade ein Thema, was uns in der Gesellschaft sehr stark beschäftigt, und das ist das Thema Nachhaltigkeit. Wenn man sich Digitalisierung heutzutage anschaut, dann merkt man vielleicht, dass das nicht gerade unbedingt so das Beste ist für die Nachhaltigkeit. Aber dabei kann Digitalisierung dazu beitragen, dass unsere Welt nachhaltiger wird. Und mit diesem Thema beschäftigen sich auch Caroline Krohn und Honk Haase, die uns heute einen Vortrag mitgebracht haben, die auch eine entsprechende Arbeitsgruppe dazu gegründet haben, die 10 Grundprinzipien erarbeitet haben, um die Digitalisierung nachhaltiger zu machen, beziehungsweise Nachhaltigkeit mit der Digitalisierung zu fördern. Und ich würde sagen, ich übergebe einfach mal an euch und wünsche euch mit dem Talk viel Spaß. Bei mir tut? Ah. Oh! Okay, mich, oh ja, jetzt kann ich mich hören. Ja, mich zu muten ist natürlich immer eine große Empfehlung. Also, genau, ich bin Caro, hier ist der Honk Haase. Wir wollten uns ein bisschen vorstellen. Wir haben eine kurze Redezeit. Wir freuen uns total, dass wir die Gelegenheit haben, euch unser neues Projekt, die AG Nachhaltige Digitalisierung, vorzustellen und einen Zwischenstand über unsere Arbeit zu geben. Aber zunächst mal für alle die, die uns noch nicht kennen, das bin ich. Caroline Krohn ist mein Name. Ich bin eine der beiden Gründerinnen und Sprecherinnen der AG Nachhaltige Digitalisierung. Was gibt's über mich zu sagen? Hauptberuflich mache ich IT-Sicherheitsberatung und bin vielseitig engagiert, sowohl wissenschaftlich in verschiedenen Hochschulen einstmals als auch politisch. So Full Disclosure, ich bin bei den Grünen, habe auch für den Bundestag mal kandidiert und früher mal für den Landtag. Also alle Hessen hier können mich dieses Jahr nicht wählen, aber ich glaube, für viele ist das eine Freude. und ansonsten mache ich halt, glaube ich, halt auch hauptsächlich und damit halt eben auch zivilgesellschaftliche Themen, die allesamt auf das ganze Thema Digitalisierung, Sicherheit, Netzpolitik und dergleichen hoffentlich einzahlen. So. Ja, mein Hallo, hallo. Du bist gemutet. Ich bin gemutet, ich darf nicht reden. Nee, rot. Ist rot, ich fange jetzt an zu singen, ja? 3, 2, 1, wart. Ne? Jetzt? Ah. Also für gewöhnlich zünde ich alles an und mache Brandroden. Bin auch gerade schon wieder in diesem Mindset hier. ja, ich mache auch dieses Digitalisierungszeug, insbesondere im Schwerpunkt kritische Infrastrukturen. Ach, guck mal, jetzt tut das sogar richtig. Und die Nachhaltigkeit in der Digitalisierung möchte ich natürlich auch da vorantreiben, habe insofern das Ganze mit Ihrer Vision beglückwünscht und gesagt, darf ich mitspielen? ja, und die AG Kritis habe ich unter anderem auch mitgegründet und spreche da, insofern habe ich da auch verschiedene Hüte auf und wandere manchmal in den Bundestag ein und in die Fraktionen und versuche da ein bisschen Brand zu roden, damit unsere Gesetzgebung nicht ganz so desolat ist. Spoiler, wir haben nachher noch den Palantir-Vortrag zusammen in 2 Stunden, 3 Stunden. Mhm. Da werden wir auch noch ein bisschen abfackeln zum Thema Palantir, Überwachung, Gesetzgebung und so weiter. Aber erstmal gehen wir jetzt auf die... Genau. Also wir haben so mit den Positiven hier angefangen, mit den Themen, die uns Hoffnung bereiten sollen. Und da muss ich ja sagen, ich freue mich ja wirklich sehr über unseren Herold heute. Also erstmal ganz herzlichen Dank, dass du uns eingeleitet hast. Und ganz herzlichen Dank, dass du auch sozusagen in den ersten Assoziationen, jedenfalls implizit, so ein bisschen das ausgesprochen hast, was, glaube ich, alle hier erwarten. Nämlich, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann, also wenn ihr das bei Google oder so eingebt oder bei DuckDuckGo oder so, dann kommt sowas. Ne? Bildersuche, Nachhaltigkeit, wachsen überall Bäumchen, auf der Welt wachsen Bäumchen, alles ist schick und so weiter.
So, und jetzt haben wir halt gedacht, so, okay, wenn wir das Ganze digital machen, wie machen wir das? Ne? Tun wir einfach Technik in den Wald? An der Stelle ist halt auch sozusagen unser Anfangsschmerz sehr deutlich geworden, den ich auch explizit als Grüne habe. Denn das Erste, was ein Grüner euch erzählt, wenn ihr fragt, was ist denn an Digitalisierung nachhaltig, ist sozusagen Abwärme von Rechenzentren oder Kreislaufwirtschaft oder wie recycle ich jetzt irgendwie Hardware oder wie mache ich energieeffiziente KI. Und uns als IT-Sicherheits-Freaks, kann man vielleicht sagen, war das einfach nicht genug. Mathematiker sind Freaks, wir sind Nerds. Ach so. Bist du nicht auch Mathematiker? War da nicht was? Okay. Und wir haben halt einfach gesagt, das kann nicht alles sein, was wir zu Nachhaltigkeit zu sagen haben. Also Nachhaltigkeit ist auch Ökologie, aber Nachhaltigkeit ist ein Begriff, der deutlich weiter reicht als der ökologische oder der Klimaschutzbegriff. Und genau deswegen haben wir, ja, ich sag mal, wir klammern dieses Thema meistens aus, aber nicht aus bösem Willen. Also die Anke Domscheit-Berg hat uns bei Bits und Bäume auch schon kritisiert, hat gesagt, was schafft ihr ein neues Silo? Das wollen wir nicht, aber wir haben halt gesagt, Nachhaltigkeit, dieser Begriff, der tatsächlich in aller Munde ist, muss in seiner gesamten Pracht hier mit einbezogen werden, damit wir jetzt mal anfangen, Digitalisierung als, sagen wir mal, soziales, gesellschaftliches, kulturelles Problem zu begreifen. Ja, Digitalisierung ist nicht nur Technik, sondern das hat ganz viel damit zu tun, wie wir heute leben, wie wir heute arbeiten, wie wir heute uns sozusagen miteinander abstimmen, wie wir kommunizieren. Und deswegen haben wir halt angefangen, also zuerst war das so, wir wollten eigentlich einen Vortrag zusammenhalten vor einem Jahr. Also irgendwie ist irgendwas passiert, auf jeden Fall. Es ist eskaliert. Es ist total eskaliert. Wir haben halt super viele Medienanfragen bekommen und Publikationsanfragen und so. Und dann kamen wir uns so ein bisschen vor wie so ein Orakel, ne? Dass die Leute gesagt haben, wir machen jetzt das und das, ist das jetzt nachhaltig oder nicht? Und dann haben wir gesagt, okay, wir müssen jetzt halt irgendwie so ein bisschen arbeiten und haben uns dann Wissenschaftler geschnappt und haben gesagt, helft uns mal so einfach mal ganz grundsätzlich zu strukturieren, was wir eigentlich meinen. So, damit das so wegkommt von so Erfahrungen und Intuition und so. Und nach einem Jahr intensivster Arbeit und der Mann, also er lebt noch, der Politologe, der mit uns arbeitet. Und der redet noch mit uns. Und er redet noch mit uns und er ist wirklich, also ein Stoischer, also den können wir sehr empfehlen. Den werdet ihr auch irgendwann sehen, aber zurzeit ist er noch sehr schüchtern. Auf jeden Fall mit sehr vielen Kämpfen und Ringen um jedes einzelne Wort und um verschiedene Quellen und so weiter, haben wir dann eine Definition gefunden, die eigentlich auch die gängige Definition des Brundtland-Berichts ist für Nachhaltigkeit. Und ihr seht schon an dieser Definition, dass das super deutlich über ökologische und Klimaschutzfragen hinausgeht. Nämlich, die nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt. Also, wir machen Digitalisierung nicht einfach so, sondern das ist ein Mittel zum Zweck. Aber wir wollen nicht riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können. So, das ist natürlich super fundamental, wenn das jetzt jemand liest, der mega engagiert ist im Naturschutz, im Klimaschutz, im Umweltschutz und was auch immer, weil das vollkommen klar ist, dass wir Lebensgrundlagen haben und diese Lebensgrundlagen uns als Menschen erhalten. Aber wenn wir das jetzt digital denken, dann müssen wir daraus schließen, dass wir heute schon bestimmte Weichen stellen. So, Klammer auf, wir reden gleich über Überwachung und solche Sachen, dass wir Weichen stellen und dass diese Weichen uns morgen einholen werden. Und deswegen ist jetzt sozusagen Alarmstufe rot. Jetzt zeigen wir gleich. Jo, das passt. Ja. Also die Kernthemen sind im Wesentlichen, dass man Designansätze wie Security und Privacy by Design braucht, weil eben diese Nachhaltigkeit in der Digitalisierung nichts anderes ist als auch in der ökologischen Betrachtung, nämlich Menschenschutz. Ja, kommende Generationen sozusagen zu schützen vor dem, was wir im Klima jetzt verkacken oder vor 10, 20, 30 Jahren verkackt haben. Genauso in der Digitalisierung, was wir jetzt vergeigen, wird in mehreren Jahren, mehreren Jahrzehnten noch das sein, was in der Digitalisierung Programm ist. Ich komme ja aus den kritischen Infrastrukturen, wenn wir insbesondere da reingucken oder in die Verwaltungsdigitalisierung, dann sind die Dinge, die vor 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren entschieden wurden, immer noch das, was heute Maßstab ist. Und das, was wir jetzt überlegen, wird erst in 10, 20, 30 Jahren kommen. Ich sage mal, die älteste Wasserpumpe, die ich in einem Wasserwerk gesehen habe, die ich geprüft habe, ist 70 Jahre alt. Da sind Messsysteme drumherum gebaut worden, irgendwelche Cisco-Uplinks ins GSM-Netz,
wo halt Default-Einstellungen drin sind und die Hardware läuft da schon so lange, dass ein fetter Staubbolzen drauf ist und die sind end of alles, also end of life, end of maintenance, end of security patches und man kommt damit in den Leitstand rein. Ja, also das ist das, was man vor vielen Jahren aufgebaut hat, immer wieder ergänzt hat. Man möchte natürlich Wassergewinnung für alle sicherstellen, aber wenn man das eben nicht mit Security und Privacy by Design Prinzipien macht, ist es eben nicht Menschenschutz im Sinne von, wir versorgen Menschen mit Wasser, sondern, naja, Digitalisierung ist dann ja nicht Mittel zum Zweck, sondern der Zweck geworden, ey, wir machen KI, weil wegen geil oder wir machen Industrie 4.0 wegen, da auf dem Golfplatz hat er aber auch gesagt, oder wir haben den Ramsch vor 10 Jahren da aufgebaut und Scheißdreck werde ich ja die nächsten 30 Jahre ändern. Also insofern ist das so das Problem, was wir haben. Aber diese zwei Designansätze sind unter anderem die Lösung. Und das Frontend sieht in der Regel ja immer shiny Glitzer aus und alle sagen, jai. Wenn wir aber in das Backend gucken, ja, leck mich fett. Das ist halt in der Digitalisierung sehr, sehr oft der Fall, dass das so gruselig aussieht. Das ist jetzt keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Ja, ob das Verwaltungsdigitalisierung ist, ob das Kreditinfrastrukturen sind, ob das die Dinge sind, die wir als Orakel gefragt werden. Ey, ist das nachhaltig? Und dann so, wir gucken mal kurz rein. Nein, das ist die Totalüberwachung. Unsere gesellschaftlichen Grundwerte, Moral, Ethik werden dann komplett außer Rand und Band gesetzt. Und das kann es natürlich nicht sein. Insofern ist der digitale Zustand unserer Welt eigentlich eher, naja, das war nicht schön. Also ich bin zwar alles anzünden und brandroden, ne, aber das habe ich nicht gemacht. Ich zeige nur auf, dass das so aussieht. Das machen die schon alle selbst. Die sind alle, deswegen fragen sie uns ja auch und deswegen rennen die uns die Türen ein. Die sind halt in der Regel, darf man jetzt auch nicht fies sehen, aber in dem digitalen Kompetenzniveau auf der Höhe eines Faxgeräts. Und mit denen dann über Digitalisierung zu reden oder über Nachhaltigkeit, ja, und darüber zu sagen, was ist eine Technologiefolgenabschätzung von KI für Überwachung, weil wir Straftäter suchen und dabei aber gleichzeitig die Unschuldsvermutung ad absurdum führen. Ja, das ist ja schon der Werbeblock für die nächste. Genau. Das ist halt nicht nachhaltig und das wird die kommenden Generationen ganz massiv beeinträchtigen. Ja. Und ich rede nicht von Theorie, wenn wir sagen Menschenschutz, ein Beispiel. Früher wurden Algorithmen programmiert, um zu sagen, naja, wenn so ein Baby lächelt, dann wird automatisch ein Foto ausgelöst. Das heißt, man muss Gesichtszüge, es gibt irgendwas zwischen 30 und 40 Gesichtsmuskeln, da kann man die Gesichtszüge genau mit interpretieren. So, jetzt haben wir also in den Smartphones irgendwie eine Technologie, dass wir sagen, wenn das Baby lächelt, gibt es Foto automatisch und dann ist schön. Dieselbe Technologie wird heute eingesetzt im Iran, um eben Frauen ohne Kopftuch automatisch zu tracken über Kameraüberwachung, die übrigens auch von deutschen Kameraherstellern bereitgestellt wurde. Danke an der Stelle. Und dann wird denen vollautomatisch eine SMS geschickt. So, hier, wir haben dich ohne Kopftuch erwischt auf der Straße. Wahlweise werden wir bei dir vorbeikommen, dich vergewaltigen, umbringen oder gleich alles machen. So, und der Aufruf an die Gesellschaft ist dann auch noch, schickt uns ruhig Bilder, die pumpen wir dann in unsere Clearview, Palantir, sonst was Überwachungssysteme und dann werden wir die schon finden und den Namen finden und auch die Adresse finden und dann kümmern wir uns um diese Person genau in der Form. Also das bringt Technologie auch mit sich und das müssen wir einfach auch nachhaltig betrachten. So, jetzt übergebe ich an dich nach dem Anzünden. Genau. Ja, genau. Also das Anzünden haben wir dann hinter uns. Also ich glaube, wir haben halt viele, viele Jahre und Jahrzehnte immer darauf hingewiesen, dass wir mehr digitalisieren sollten. Also ein Blick auf Mastodon oder sogar noch Twitter oder wie das immer jetzt heißt, zeigt halt, dass halt einfach ein riesiger gesellschaftlicher Konsens da ist, dass wir als Deutschland vermeintlich Schlusslicht sind in der Digitalisierung und so ist wahrscheinlich auch so. Aber wir vergessen, glaube ich, oder nicht wir hier in der Runde, aber ganz riesige Teile der Leute, die halt so sagen, wir müssen besser oder viel mehr digitalisieren, sagen halt nicht, dass wir gut digitalisieren sollen. Und das müssen wir halt jetzt dringend nachziehen. Das war der Grund und unsere Motivation, warum wir die AGND gegründet haben, dass wir gesagt haben, lass uns doch mal überlegen, was wir heute tun können oder was wir beachten müssen, um von Anfang an in der Konzeptionsphase, in der Denkphase und so weiter immer die Risiken im Blick haben.
So, das müsst ihr nicht alles lesen können. Wir wissen auch, dass in Präsentationen kleine Schrift immer scheiße ist. Aber wir wollten euch ein bisschen unsere Systematik zeigen. Also wir wollten euch mal zeigen, wie wir vorgegangen sind und was wir halt überlegt haben. Und das ist jetzt alles ein bisschen exemplarisch. Aber was ihr hier seht, ist, wir haben uns halt eben angeguckt, wir reden immer von Digitalisierung. Was bedeutet das eigentlich konkret? Ja, und ist denn das, was wir in der Wirtschaft tun, dasselbe wie das, was wir in der Politik tun, wie das, was wir halt über, worüber wir reden, wenn wir bei sozusagen öffentlichem Hass reden, öffentliche Debatte reden, die Medienlandschaft, das Private, die Forschung und wie auch immer. Das heißt, wir haben schon gemerkt, das muss man ausfragmentieren. Wir müssen noch einen zurück, Entschuldigung. Und da haben wir halt auch gesagt, auch da ist der Mensch, den wir uns hier angucken, als großes Moment dessen, den wir schützen wollen sozusagen, das sehen wir ja auch gleich, halt auch in unterschiedlichsten Rollen und Funktionen da. Das heißt, in der Wirtschaft können wir nicht sagen, der Mensch in der Wirtschaft, weil der Mensch kann eine Kundin sein, kann ein Mitarbeiter sein, kann also Arbeitgeber oder Arbeitnehmer sein, kann was auch immer, ein Zulieferer sein und so weiter. Und das kann man ja auch so, sozusagen durchkonjugieren. So, das heißt, wir mussten uns halt fragen, okay, an welcher Stelle ist dann jetzt hier der große Treiber, wer digitalisiert wie? Und was sind eigentlich die Gegenstände, über die wir eigentlich reden? Also beispielsweise merken wir, dass in der Debatte die gesamte Debatte um Datenschutz und Datensicherheit, also die Frage nach Daten und wie Daten benutzt werden, eine völlig andere Debatte ist als die Debatte um IT-Sicherheit in Infrastruktur, vielleicht kritischer Infrastruktur oder eben auch in Systemen. Und das haben wir dann irgendwann gelernt, dass wir das auftrennen müssen und dass wir uns dann halt eben fragen, wenn wir das Ganze halt so in nochmal ausdifferenzierteren Matrizen gegeneinander stellen, was ist dabei eigentlich das Risiko? Also was ist eigentlich das Problem? Ja, weil das müssen wir uns natürlich auch fragen, wenn wir eine nachhaltige Digitalisierung fordern, müssen wir die Frage beantworten, was wir eigentlich schützen wollen, so, was die Risiken sind. Und deswegen haben wir dann halt eben angefangen aus diesen, also das sind jetzt noch Gedankenstützen und so, zu sagen, was sind die Risiken für den einzelnen Menschen in den einzelnen Funktionen, in den einzelnen Segmenten? Und was wäre dann sozusagen etwas, das wir sozusagen diesen Risiken gegenüberstellen könnten? Also was wäre denn aus unserer Sicht ein Nachhaltigkeitsprinzip, das diese Risiken auffangen würden? Und ein paar Beispiele hat der Honkhase jetzt auch schon genannt mit den Überwachungen. Warum ist Überwachung eigentlich schlecht? Ja, diese Frage müssen wir beantworten und ja, das hängt uns allen, die irgendwie IT-Sicherheit machen, zu den Ohren raus, das machen wir ständig, aber hier machen wir das halt eben ein bisschen systematisiert. Mit Matrizen, die du unheimlich liebst. Ich liebe Matrizen, ich weiß. So. Und deswegen ist halt jetzt auch nochmal, haben wir nochmal hin und her überlegt, auch nochmal für diejenigen, die nachher zu unserem anderen Vortrag auch hinkommen wollten, ob wir so einen Vortrag über Palantir, wie wir den nachher vorhaben, überhaupt halten sollten als AG Nachhaltige Digitalisierung. Ja, so ein bisschen, ich plaudere ein bisschen intern aus, ne? Ja, mach ruhig, so. Fühl dich frei. Und der Grund ist halt, dass wir Risiken natürlich auch wieder ausfragmentieren müssen. Also das halt eine Software, die von Anfang an dafür programmiert ist, Menschen zu überwachen und sozusagen Missbrauch an Menschen vorzunehmen. Und die Verfassung zu unterwandern. Ja, genau. Also das ist ja mit Vorsatz sozusagen gegen unsere Grundrechte. Ganz genau. Also wenn man sowas vor sich hat, dann hat man intendierte Schäden sozusagen, ja. Also dazu kommen wir auch gleich, auch das hat wieder einen Pferdefuß, aber das müssen wir gleich mal sehen. Also das sind Dinge, die man sozusagen ja auch ohne AG nachhaltige Digitalisierung einfach mal bekämpfen könnte, wenn man halt irgendwie zivilgesellschaftlich unterwegs ist und sagt so nicht. Aber das, was jetzt so unsere Knobelaufgaben sind, mit denen wir halt unsere ersten Projekte jetzt machen in der AG nachhaltige Digitalisierung, sind eigentlich so diese Kollateralschäden. So ein bisschen das, wo halt irgendeine App beliebig, ne? Pizza-Liefer-App oder ID-Wallet, eins deiner Lieblingsthemen, oder irgendetwas, irgendein Digitalisierungsprojekt, das eine, sagen wir mal, Intention hat, ein Problem zu lösen, das identifiziert wurde. Nein, das hatte keine Intention, aber okay. Genau, also wenn man halt irgendwie mal sozusagen mit bestem Wohlwollen, das wir nicht immer haben, feststellen, dass halt irgendwie eine gute Intention dahinter stehen könnte oder vermeintlich dahinter stehen könnte, dann wäre halt eben die Frage, ist denn das überhaupt gut gemacht? Oder habe ich halt das, was ihr am Anfang gesehen habt, ein Glitzer-Frontend, aber, bitte, es geht los.
Ja, gut gemeint, es war genau. Weder gut gemacht, noch gut gemeint, nicht mal ich das Ich hätte es nicht sagen sollen. Ich bitte die Audienz um Entschuldigung, ich hätte nicht an die Wallet sagen sollen. Du kannst auch Luca-App sagen, das wird nicht oh, besser. Oh ja, genau. So, aber es gibt dann halt sozusagen Effekte, wenn ich halt zum Beispiel schlecht digitalisiere, wenn ich halt schlecht code, wenn ich schlecht programmiere, wenn ich Menschen sozusagen implizit in Gefahr bringe, während ich eigentlich etwas machen will, bei dem ich dachte, ein Problem gelöst zu haben. So, schnell weg jetzt hier weiter. So, unsere ersten Krücken waren halt zu sagen, was sind denn eigentlich die Dinge, die wir stattdessen wollen? Also was kann man eigentlich sagen, wenn jemand halt tatsächlich so ein Digitalprojekt, irgendeins nimmt? Was wären denn so Forderungen, die irgendwie wichtig wären? Und dann haben wir uns selbst beobachtet und unsere Twitter-Threads uns angeguckt und so und gesagt, okay. Und schon hatte ich wieder eine Halskrawatte. Genau, das stimmt. War nicht einfach, Leute. Und das Erste, was natürlich extrem wichtig ist, ist, dass wir überhaupt als Zivilgesellschaft beurteilen können, ob etwas, ein Digitalprojekt, nachhaltig ist oder nicht. Und das können wir halt durch beispielsweise Transparenz. Deswegen engagieren wir uns halt auch ganz viel im Open-Source-Bereich, weil wir hier zumindest eine Chance sehen, dass es Reviews gibt und dass es Möglichkeiten gibt, auch wirklich mal reinzuschauen, wenngleich man auch vieles besser machen könnte, um das tatsächlich konsequent zu tun. Das zweite Thema ist Rechtskonformität. Das haben wir dann ausfragmentiert. Das seht ihr gleich, wie wir uns so ein bisschen verwandelt haben. Bei der Rechtskonformität stellen wir fest, immer wenn irgendetwas passiert, kommt irgendein Politiker irgendeiner beliebigen Partei und sagt, wir machen mal ein neues Gesetz. So, und jetzt haben wir gesagt, kann man machen, aber eigentlich wäre das doch total sinnvoll, bestehende Gesetze einfach mal einzuhalten und die Einhaltung der Gesetze auch irgendwie überwacht. Oder wenn die nicht eingehalten werden, das dann entsprechend sanktioniert. Also das Ganze BDSG, nennt sich... BDSG, DSGVO. Ja, genau. Kann man machen, muss man aber nicht. Rechtsdurchsetzung ist halt ein schwieriges Thema offensichtlich. Und deswegen haben wir halt gesagt, dass die Rechtskonformität sicherlich ein Thema ist, das wir vorantreiben müssen. Minimalität, damit meinten wir ursprünglich Privacy by Design. Also wir haben gesagt, wir bekennen uns zur Datensparsamkeit und zur Datenminimalisierung, weil Daten im Bestand meistens toxisch sind und halt, wenn sie halt schlecht verwaltet werden, dann tatsächlich ein Problem darstellen. Als Ergänzung dazu, Daten sind nie dafür da, um einfach nur Daten für Dinge zu sein, sondern hinter Daten stehen Daten von Menschen. Und deswegen ist Datenschutz ja eigentlich kein Datenschutz, sondern wir schützen Daten von Menschen, um Menschen zu schützen. Das ist ja die eigentliche Idee vom Datenschutz. Also insofern, wenn die alle immer sagen, boah geil, wir brauchen Datenbanken, nee warte, wir machen Data Lakes, Big Data, noch mehr. Dann frage ich immer, ist geil, ihr habt verdammt viele Daten, Daten sind das neue Öl. Ne? Ja, total geil, werfen wir KI drauf, dann machen wir ganz viel Geld. Und dann sage ich, ja, so, ihr habt jetzt also so einen riesen See an Daten, Öl, wenn man da so ein Streichholz reinwirft, brennt ganz schön lang und ganz schön gut, oder? Ach so, du meinst, die wären toxisch, so, ne? Also, die sind raffgierig und sammeln, aber überlegen nicht, dass dahinter Menschen stehen und dass sie die damit auch gefährden können. Ne? Ganz genau. Ja, du kannst direkt weitermachen mit Resilienz. Ja, Resilienz. Zeig mal deinen Bauch. Gut, Zeig mal deinen Bauch. Ja, hier, Resilienz. Ja, ich möchte auch Schatten werfen und die sollen auch nachhaltig bleiben. Aber okay, ja, Schwarz wirft keine Schatten. Also Resilienz ist ja, die Idee hinter Resilienz, das haben ja auch viele nicht verstanden und werfen diese Worte einfach hin, ist ja sozusagen widerstandsfähig gegen Ereignisse zu werden. Ne? Wenn man jetzt den Klimaschutz als Beispiel nimmt, alle sagen so, oh, Klimakatastrophe, sage ich, nö, ist Klimaereignisse und wir entscheiden, ob es zu einer Katastrophe wird, weil entweder haben wir die geeigneten Gegenmaßnahmen zur Hand oder es wird halt katastrophal. Und bei der nachhaltigen Digitalisierung ist die Frage dieselbe. Wie können wir denn resilient gegen diese Ereignisse werden, sodass wir eben tatsächlich diese Nachhaltigkeit reinbringen und zukünftige Generationen auch mitschützen und selber noch schützen, weil wir ja gerade selber die Problemlagen haben, dass wir eben wirklich sagen, wir haben die richtigen, für diese Bedrohungen, Gefährdungen, die richtigen Gegenmaßnahmen, um zu sagen, gegen solche Ereignisse sind wir widerstandsfähig, die sind wirkungslos und tun halt nicht weh. Ja, das ist das Ziel des Ganzen. Und jetzt kommen wir zu den genau, das ist jetzt sozusagen Prinzipien. Ja, im Prinzip seid ihr die Ersten, genau. Die jetzt so seht, was wir halt jetzt erarbeitet haben im letzten Jahr. Also wir reden jetzt halt über so einen Zeitraum von 12 Monaten, wo wir uns halt eben die Köpfe eingeschlagen haben. Ja, vor allem dem armen Wissenschaftler. Ja, genau. Er war sehr hilfreich und hat uns da immer wieder in die richtige Richtung gelenkt und mich dann vom Anzünden runtergelegt. Ja, er ist ein total ruhiger Mensch, ganz ausgeglichen. Schöner Gegenpol und so. Zu mir.
Genau. Ja, also jedenfalls haben wir 10 Prinzipien rausgearbeitet. Also wir haben halt auch gedacht, so was sollen wir machen als AGND? Was sollen wir eigentlich publizieren? Wie können wir weitergehen in unseren Urteilen? Und haben uns so ein bisschen gedacht, es gibt ja zum Beispiel die Hackerethik und so weiter. Das waren so Anhaltspunkte für uns, wo wir gesagt haben, okay, an welcher Stelle versuchen wir das mal so zu verdichten? So, und die 10 Punkte wollten wir euch einmal vorstellen und dann mit euch auch diskutieren. Uns ist bewusst, wir haben nicht uneingeschränkt Zeit. Und deswegen huschen wir jetzt so ein bisschen durch. Vor allem anderen und das allerwichtigste Prinzip für alles, was wir tun, ist auch hier, ne, wir haben immer darüber gesprochen, Datenschutz ist Menschenschutz. Also Menschenschutz, darum geht es. Ne? Datensicherheit ist nicht nur da, um Unternehmenswissen zu schützen in Unternehmen oder so, oder Digital Assets zu schützen oder Betriebsgeheimnisse zu schützen oder Verhandlungsgeheimnisse beim Staat zu schützen oder wie auch immer, sondern worum es uns geht, wir glauben halt, Assets sind entbehrlich, Menschen, Sicherheit und Unversehrtheit nicht. Und deswegen steht das bei uns ganz an Nummer 1, zu sagen, was wir wollen und worin wir die Nachhaltigkeit in der Digitalisierung sehen, ist primär, dass Menschen von der Digitalisierung profitieren, ohne Schaden zu nehmen. Also, dass sie geschützt werden. Genau, weiter geht's. Und da gehen wir halt jetzt sozusagen in unseren Forderungen vom Großen, Breiten ins kleine, konkrete, technische, sage ich mal. Und deswegen ist die Grundrechtsorientierung eben eine Genese aus dem, was ihr gerade gesehen habt, mit der Rechtskonformität und der Rechtsdurchsetzung. Die Grundrechtsorientierung ist halt hier, also das haben wir nochmal getrennt, aber hier geht es halt darum, die informationelle Selbstbestimmung des Menschen zu schützen. Also Menschenschutz geht halt konkret um Unversehrtheit. Also jemand, der beispielsweise eine andere Hautfarbe hat als der Mainstream, oder jemand, der eine andere sexuelle Ausrichtung hat als der Mainstream, wird genau wissen, was wir meinen, wenn wir sagen, sozusagen unbeschadet sein. Grundrechtsorientierung betreffen halt aber ganz konkret die Würde und die betreffen halt die Freiheit und die betreffen die informationelle Selbstbestimmung, all solche Dinge, die im Grundrecht verankert sind. Und hier geht es uns darum, dass wenn wir ein Digitalprojekt haben, wir immer gucken müssen, ist das, was hier passiert, etwas, das auf jeden Fall nicht die Menschenwürde und die Freiheit und die Selbstbestimmung beschädigt. Und da haben wir übrigens gemerkt, an der Stelle nochmal einen Satz dazu, aber wir können da bleiben, weil das ist das ja auch sozusagen gleichzeitig. Ne? Hier geht es halt auch um Rechtskonformität, um Gesetze. Also wir waren vorhin auf einer Verfassungsebene, hier sind wir auf einer Rechtsebene und das, was wir hier eben fordern, hat ganz viel damit zu tun, dass wir sagen, das, was wir halt schon als gesellschaftliche Norm festgelegt haben, muss auf jeden Fall immer eingehalten werden. Und ihr werdet wahrscheinlich denken, was erzählen die da? Ne? Ist das denn irgendwie nicht trivial? Also wir sehen halt, genau. Also auch ein Beispiel, ne? Ja. Ich sage immer so, macht ihr im Unternehmen Kinderarbeit? So, ja, nee, ist verpönt und außerdem kennen dann sofort die Zollfahndung und dann ist der Geschäftsführer im Knast und voll die Strafe und so. Ah, Rechtsdurchsetzung funktioniert, okay, cool. Und wir sind mit dem Datenschutz, Rechtsdurchsetzung fehlt, also kann man das machen. Gut, Kinderarbeit hat man in der Supply Chain ausgelagert nach Indien und Pakistan. Das ist jetzt nicht die Frage, dass es dann weg wäre. Ne? Wir müssen ja weltweit adressieren. Genau. Ja, genau. Also Sanktionierung absolut. Und Strafen funktionieren manchmal bei einigen. Ne? Bei anderen sind ja auch schmerzfrei und zerstören ihr Twitter-Universum, wenn sie es gekauft haben, weil sie halt rechtspopulistisch agieren wollen oder so. Aber das ist jetzt nur so ein Beispiel. Völlig aus der Welt gegriffen, aus der realen Welt. Naja, egal. Also der Punkt ist halt, es gibt Rechtskonformität und Rechtsdurchsetzung an manchen Stellen, die sehen wir und es funktioniert. Und dann haben wir auch genau diesen Menschenschutz, ja, für Kinder beispielsweise. Aber an anderer Stelle haben wir das eben nicht. Und dann sehen wir auch, dass es nicht funktioniert. Ja, es gibt ganze Startups, genau die darauf aufbauen, dass sie nicht erwischt werden. Ne, ja, das muss man auch sagen, weil sie halt nicht in der Regulation erfasst sind. Und die dann halt sagen, solange mein Startup hier nicht kontrolliert wird oder so, werde ich so viele Daten sammeln, wie es irgend geht, um mein Geschäftsmodell daraus zu bauen. Ne? Oder wenn es heißt, irgendwie Innovationen können wir nicht machen wegen Datenschutz, dann sagen wir halt auch immer, wenn deine Innovation auf einem illegalen Konstrukt beruht, weil du nicht die Rechte einhältst. Ja, danke fürs Gespräch. Was ist denn daran innovativ? Ja, also kann ich auch wieder sagen, ey, total innovativ. Ich lasse Kinder arbeiten, ist günstig. Ja, super.
So, jetzt sehen wir so ein bisschen aus wie so Law and Order Leute und so. Was? Kann gar nicht sein. Ich spring mal weiter. Ja, genau, springen wir weiter. Das, was wir halt jetzt, das ist sozusagen so das Minimum dessen, was wir auf jeden Fall gesichert haben müssen, weil das ist, glaube ich, unstrittig, würde man jetzt so sagen, ja. Bei der Technologiefolgenabschätzung ist das schon systemischer und das ist schon komplexer, weil wenn wir sagen, wir gehen los und erforschen Technologie oder erforschen ein Geschäftsmodell, lancieren irgendetwas und wollen erstmal sehen, ob der Markt das annimmt oder nicht, also Stichwort Agilität und so weiter, kommt ja aus der Softwareentwicklung, ist jetzt irgendwie in den Management-Etagen angekommen und das finden alle geil und so und dann probiert man halt eben Dinge aus, man braucht halt Freiheit und wie heißt das nochmal, Fehlerkultur und so. Also ich meine, finde ich Digitalisierung first, Bedenken second. Ja, genau. So, aber also natürlich ist es extrem schwierig, wenn man dann anfängt, also das ist jetzt nicht per se schlecht, was wir jetzt hier gesagt haben, ne? Aber es ist natürlich extrem schwierig, in einem solchen Verfahren zu erkennen, welche möglichen Schäden aus einer Technologie erwachsen. Ne? Und das berühmteste Beispiel ist halt die Atombombe beispielsweise. Ja? Also da haben die auch erst ganz am Ende verstanden, also Oppenheimer ist jetzt ja im Kino überall, haben alle geguckt, ganz am Ende erst verstanden, was sie eigentlich damit angerichtet haben, weil sie vorher geforscht haben wie die Wilden mit extrem viel Budget und so weiter und dann am Ende festgestellt haben, oh Mist, jetzt haben wir halt die Bombe entwickelt, die halt irgendwie die tödlichste ist, die die Welt bis dahin je gesehen hatte. Ich sage absichtlich bis dahin übrigens. Also das heißt, Technologiefolgenabschätzung muss Teil werden eines jeden digitalen Projekts, zu sagen, was könnte noch passieren? Wo gibt es ein mögliches Dual Use? Und so weiter. Genau wie mit den iranischen oder auch chinesischen Kontrollmaßnahmen. So. Und deswegen sagen wir halt, und jetzt kommen wir weg von dem Rechtlichen, der Legalität, hin zur Legitimität. Und die Legitimität ist ja, um zu unterscheiden, weil das ja eine ethische Fragestellung ist, wenn wir sagen, wir möchten in der Zukunft ein Zusammenleben haben, auf das wir hinarbeiten, mit allem, was wir tun. Also nicht nur komfortabel Pizza bestellen und so weiter, sondern das, was wir tun, sollte zumindest nicht gegen ein Zukunftsmodell arbeiten, an dem wir arbeiten, haben wir festgestellt, und das war für uns ein totales Learning, dass es nicht egal ist, worauf wir hinarbeiten. So, und dann bin ich jetzt gerade am Mittwoch gefragt worden, ist das denn nicht ideologisch, was Sie da sagen? Ne? Weil ich gesagt habe, so, eigentlich hätte ich jetzt so die Vorstellung, dass wir in der Zukunft unseren künftigen Generationen ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung und in Würde und in Respekt und Solidarität, in Vielfalt und Teilhabe ermöglichen. Tatsächlich ist das gar nicht mehr so trivial. Ne? Also wenn wir sagen, nachhaltig zu digitalisieren, heißt einen langfristigen Effekt der Digitalisierung zu betrachten, dann kann man sagen, dass die Peter Thiels und Elon Musk dieser Welt diese Vision ja auch haben. Die haben ja auch sozusagen jetzt schon mit extremen Ressourcen die Möglichkeit zu denken, wo möchten wir eigentlich hin in der Welt? Und die haben ja auch schon sehr deutlich gemacht, dass sie Demokratie ganz blöd finden und hinderlich und dass sie eigentlich auch so Vielfalt irgendwie richtig blöd finden so und dass sie das eigentlich gerne hätten, dass da so eine menschliche Elite entsteht und so. Das ist nicht unsere Zukunftsvision, deswegen mussten wir mit der AGND sagen, was wollen wir eigentlich konkret? Ja, oder worauf möchten wir konkret hinarbeiten? Und da werden wir wahrscheinlich selber nochmal so ein paar Widerstände erleben. Mal gucken, wie das dann ist. Genau. Ja, das geht ja damit einher. Genau. Ne? Gemeinwohlorientierung ist ja genau das, dass wir sagen, dieses gemeinsame Verständnis, wie wir zusammen alt werden können oder kommende Generationen auch noch irgendwie sagen, jo, da ist noch Potenzial und ich muss nicht militant werden, um irgendwie mein Leben und meine Rechte noch durchzusetzen, sondern ich kann in Frieden leben. Das ist sozusagen die Idee. Weitergeführt sozusagen. Und dass nicht alles einfach nur kapitalistischen Grundreflexen untergeordnet wird. Ne? Also es ist jetzt keine Kapitalismuskritik. Genau. Ich habe jetzt gehört, dass das irgendwie Gemeinwohl jetzt in diese Ecke kommt. Hierzu super spannende Literaturempfehlungen an euch, die überhaupt nichts mit der AGND zurzeit zu tun hat. Wikimedia hat jetzt gerade eine Studie released, vor 2 Wochen, glaube ich, oder so, zu gemeinwohlorientierter Digitalpolitik. Total extrem spannend. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt euch das mal an. Aber das, worauf wir eigentlich hinaus wollen, ist zu sagen, die Gesellschaft ist mehr als ihre wirtschaftlichen Effekte. Ja, und das bedeutet halt auch, öffentliches Bewusstsein heißt, wie gehen wir in der Öffentlichkeit miteinander um? Also ich habe angefangen mit IT-Sicherheit als Privatsphäre-Aktivistin und habe halt im Laufe der Jahre gemerkt, dass nicht nur die Privatsphäre erodiert durch unsere Digitalthemen, sondern auch der öffentliche Raum. Ne? Und das ist jetzt nochmal so, vielleicht auch nochmal ein gesondertes Thema. Aber hier müssen wir halt sehen, wie gelingt der gesellschaftliche Zusammenhalt noch.
Genau, und das bedeutet, dass jeder von uns, egal ob wir Konsument sind von digitalen Produkten, ob wir Produzenten sind von digitalen Produkten, ob wir an der Herstellung beteiligt sind oder ob wir im Betrieb beteiligt sind oder ob wir wirtschaftliches Interesse daran haben oder was auch immer, jeder von uns hat eine einzelne Verantwortung. Also hier ist es so, wir haben uns das ein bisschen aus dem Klimaschutz auch abgeguckt, nicht jeder von uns kann einzeln die Welt retten, das sind schon systemische Themen, aber jeder von uns kann seinen Teil auch beitragen und ist zumindest nicht aus der Gesamtverantwortung zu entlassen. Spendet mir mehr Kerosin, dann kann ich mehr anzünden. Genau. So, und jetzt sind wir bei den letzten beiden Punkten. Die haben wir ganz am Anfang genannt, weil wir tatsächlich irgendwie bei der Technik angefangen haben. Privacy by Design heißt halt eben, Leute, achtet auf personenbezogene Daten, ne? Und sammelt die nicht ohne Grund. Alles, was uns dabei hilft, einzelne Personen zu identifizieren, mag halt für Authentifizierungsverfahren und für Autorisierungsverfahren, was immer wir debattieren, total wichtig sein. Menschen identifizierbar zu machen, ist aber immer, immer, immer eine latente Gefahr für Menschen heute und in der Zukunft. Und das ist eine Debatte, die wir noch führen müssen. In den ganzen, ich sage das Wort jetzt nicht nochmal, aber so EIDs und so alle diese Dinge oder halt eben auch das ganze Thema E-Health, alle Themen zum Thema Gesundheit, Gematik, freuen wir uns auch immer drüber. Ich habe jetzt ID-Wallet und Luca-App. Ich habe es nicht gesagt. Ne? So, also das heißt, nicht an den rosa Elefanten. Ich weiß, wir schicken den gleich raus. Genau, und das Letzte ist halt dann tatsächlich die Sicherheit und Sicherheit und Datenschutz ergänzen sich, sind aber nicht dasselbe. Das heißt, unsere Kernforderung auch für die technische Seite ist eben beides von Anfang an mitzudenken, nicht hinterher zu patchen, sondern immer dabei zu sein. Und damit gehen wir halt jetzt raus und schütteln alle Bäume, die wir finden. Und vielleicht kommt irgendwo mal ein Politiker runter und überlegt sich das ein bisschen, was er an Regulation machen kann, aber auch halt irgendwie Verbände, Unternehmen und dergleichen. So, ganz herzlichen Dank. Dankeschön. So, es ist Zeit für Fragen. Ja, vielen Dank für den super spannenden Vortrag und für die sehr interessanten Grundsätze, die ihr da auf jeden Fall aufgestellt habt. Jetzt ist natürlich die Frage ans Publikum. Habt ihr Fragen? Ich bitte um ein deutliches Handzeichen. Okay, deswegen sind wir so durchgerauscht, ne? Nur, dass ihr es wisst. Okay. Genau. Ich fange mal hier an. Du hattest ganz am Anfang eine Bemerkung, dass euch jemandem vorgeworfen würde, ein Silo zu bauen. Ja. Kannst du einmal ausführen, wie diese Kritik gemeint war und an wen sie gerichtet war? Ja, also an uns, AGND. Und das war halt, weil wir halt bei jeder Gelegenheit, wo wir publizieren, Ökologie bewusst weglassen. Weil wir sagen halt, ne, gesellschaftlich, sozial, psychologisch, kulturell und so weiter. Und wir haben zum Beispiel eine Kolumne bei Heise IX, da könnt ihr irgendwie auch nochmal ein bisschen nachlesen. Da sind wir im Moment auch dabei, diese ganzen Grundsätze einzeln mal zu diskutieren. Und dann sind wir immer mit der Redaktion am Kämpfen und sagen, nimm doch mal Ökologie da bitte raus, weil die Leute halt eben Nachhaltigkeit synonym mit Ökologie benutzen. Und dann sagen die Leute, aber das ist es doch auch. Ja? Und das stimmt auch, dass es das auch ist. Aber damit wir halt sozusagen in der öffentlichen Debatte sagen, guckt auch mal drumherum, lassen wir es bewusst weg und lassen uns genau dafür kritisieren. Ja, aber also die Silo-Denke war dann, ja, dann bauen wir ein eigenes Silo ohne Ökologie auf. Und da haben wir gesagt, naja, wir müssen überhaupt erstmal was aufbauen, damit diese Awareness geschaffen wird, das auch noch zu sehen und die Nachhaltigkeit von Klima über Digitalisierung und alles andere zu betrachten, nämlich eben die sozialen und kulturellen Fragestellungen. Und das, deswegen lassen wir das absichtlich weg. Und da wurde dann gesagt, ja, aber dann baut ihr ein neues Silo. Also sobald das soweit ist, dass Menschen das wirklich verstanden haben, was wir da sagen, können wir auch gerne mit nachhaltiger Klima- und Energiefragestellung das Ganze verheiraten. Wir sind auch schon bei einigen Leuten im Gespräch, Felix und so, wo wir da überlegen, wie man das auch verheiraten könnte oder was man da vielleicht noch sinnvoll ergänzt und so. Aber wir müssen erstmal dieses Thema so etablieren, dass es sattelfest ist und nicht wieder in dieses Ökologische reingeschoben wird und dann nur noch über Rechenzentrumsabwärme gesprochen wird. Und wir so, ja, es geht hier um soziale Fragestellungen der Zukunft, nicht um nur die Rechenzentrumsabwärme. Und sobald das anfängt, ist einfach eine halbe Stunde um, ohne dass wir irgendeinen Beitrag geleistet haben, sondern erstmal das erklären mussten. Ne? Deswegen dieses Silo. Ist die Frage beantwortet damit? Okay, super. Ich gebe das Mikrofon mal durch die Reihe hier durch. Jeder nur einmal annuckeln und dann die Frage. jeder nur ein Mikro, ne? Ja. Danke sehr. Du hast vorhin gesagt, Technikentscheidungen, die halten lange vor. Wer das nicht glaubt, geht mal in den Hörsaal nebenan. Da steht ein Tageslichtprojektor, ich kann es von hier nicht sehen.
der ist angekettet. Was mir persönlich am meisten Angst macht, ist nicht, dass der Tageslichtprojektor da steht, sondern dass er angekettet ist. Also ich frage mich, wer klaut sowas? Aber das ist also... Weil es geht ohne aus Gründen, ist doch klar. Wahrscheinlich. Was man klauen kann, wird geklaut. Ansonsten möchte ich den einen Punkt Minimalität vielleicht noch ein bisschen ergänzen als Minimalprinzip. Eine meiner Aufgaben ist Aufbau von einem ISMS, ganz einfach gesagt. Und herzliches Beileid. Ich habe mir gerade gedacht, ich habe so gedacht. Shut up. Okay. Ja. Also ich kämpfe so ein bisschen mit Windmühlen, wenn ich sage, lasst uns mal minimal anfangen. Ja. Also nicht versuchen, die große Kiste aufzumachen, was also viele gerne machen, sagen, nee, wir machen jetzt alles sicher, total sicher, wir haben genug Geld, ne, und lasst uns ausfahren, was auszufahren ist. Minimalprinzip. Mhm. Weil das wird komplex, es wird eine Komplexität erreicht, die nachher nicht mehr managebar ist. So ist es. Ja? Mhm. Und deswegen auch für die Security Minimalprinzip. Mhm. Und wenn ich merke, es fehlt was, weil ich hinten auch noch eine Tür eingebaut habe, noch kein Schloss habe, dann hole ich mir ein Schloss. Absolut. Weißt du, wie man das im Ausland nennt? Ich habe ja 20 Jahre im Ausland geprüft und da wurde immer gesagt, setz German Gründlichkeit. Da gibt es einen Begriff für. Das, ja, wenn wir die letzten 0,01% diskutieren und vorher das Projekt gar nicht starten, ist das, was das Ausland so nennt. Und das ist eine Beobachtung, die ich auch bei sehr großen Unternehmen habe, also auch im DAX-Konzern, ne, dass sie sagen, naja, wenn man nicht diesen letzten Schliff gerade so Ringe unter die Augen kriegen. Diesen letzten Schliff noch haben, dann brauchen wir es ja gar nicht erst anfangen. Ja, genau. Ja? Das ist halt auch das, genau richtig. Ja. Wir sagen halt auch, wir fangen mal an mit Nachhaltigkeit und dann entwickeln wir es weiter. Mhm. Eine Frage noch, vielleicht interessiert die andere auch, wenn ihr jetzt hier die AGND vorstellt und einer oder wir uns sagen, ey, toll, da will ich mitspielen, geht das? Geht das und wie mache ich das? Ja, genau. Das war die Frage, die ihr mir fast, oder die ihr vielleicht auch gerne... Total super Frage. Ja, genau. Also damit zeigen wir jetzt mal wieder unsere Unzulänglichkeiten. Wir wollten jetzt mal mit stolz geschwellter Brust unsere Resultate sehen. Du bist nicht der Erste, der fragt. Also tatsächlich gab es halt ein paar Leute, die gesagt haben, das ist richtig wichtig jetzt, wir wollen mitmachen. Und unser Problem ist, wir haben bisher noch keine richtige Ahnung, wie. Weil also eigentlich haben wir uns noch nicht mal, also ihr müsst euch vorstellen, die AGND wurde mal gegründet, weil wir zusammen einen Vortrag halten wollten. Jetzt ist das so riesig und wir haben halt auch sehr große Projekte irgendwie plötzlich reingekriegt. Das heißt, wir wollen gerne Leute, die sich mit engagieren. Wir müssen uns halt nur noch mal überlegen, in welcher Art wir alles integrieren können, ob irgendwann Geld fließen soll oder nicht fließen soll oder wie auch immer. Wie wir die Strukturen aufbauen. Genau, und Begehrlichkeiten wecken. Also insofern bitten wir um Geduld. Genau. Bitte sagt Bescheid, wenn ihr mitmachen wollt. Mit Sicherheit. Ja, also meldet euch gerne. Wir packen euch mit auf die Liste der Interessierten. Ja. Aber wir müssen das noch sortieren und machen. Das wird bestimmt noch, es werden noch einige Monate vergehen, bis wir soweit sind. Ja. Aber also wir haben auch schon Leute damit verärgert. Also nur, dass ihr es wisst. Ne? Wir haben, die Leute haben gesagt, ihr wollt nicht mit anderen spielen und so. Und wir haben gesagt, wir wollen schon, aber wir müssen halt gucken, wie wir es sinnvollerweise machen. Ja? Im Moment machen wir sehr, sehr viel davon einfach in der Freizeit, im Ehrenamt und 13 andere Themen auch, weil halt überall die Scheiße brennt, lichterloh, ne? Und das ist halt. Aber schwierig. Wir freuen uns über Interesse und wir freuen uns auch, wenn ihr Ideen habt, definitiv. Ja. Okay, das meiste, was ihr ja vorgestellt habt, zielt ja auf langfristige Ziele. Für die meisten Akteure zählen ja vor allem aber kurzfristige Ergebnisse. Ja. Und das heißt, das Ignorieren dieser Ziele ist meistens ja vorteilhaft für die Akteure. Also wie wollt ihr Leute davon zu überzeugen oder dazu bringen, diese Ziele zu berücksichtigen? Ja. Ja, das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir hier gerade anstoßen. Das ist auch super, dass du sagst, vorteilhaft. Also andere in unserer Bubble sprechen von Gewinnerzielungsabsichten und meinen monetäre Vorhalte. Oder Erlösmaximierung und so. Genau. Aber also die Frage ist halt, ich komme so aus der philosophischen Ecke. Bei Ethik ist Profitabilität nicht immer ganz oben, sagen wir so. Und vielleicht ist das halt einfach auch eine Sittlichkeitsdebatte, also dass es einen gesellschaftlichen Konsens gibt, aus dem sich dann ergibt beispielsweise, dass Kundenverhalten sich vielleicht ändert oder Nachfragen mehr gestellt werden oder so. Wir haben zum Beispiel jetzt beim Menschenschutz appelliert an ITler in Unternehmen, sich die Zulieferer mal genau anzugucken und zu sagen, wo kommen die eigentlich her? Was machen die eigentlich mit den Daten? Wie kann man das überprüfen, auch in der IT, wenn ich ein System integriere oder so? Dass man da halt eben sagt, guck da mal genau drauf. Wenn du halt in der IT sitzt und jetzt nicht der Unternehmer bist, der selbst davon abhängig ist, sondern der halt aber einen Einfluss hat, weil du die Kenntnis hast oder so. Also ganz konkret
konkret, was ist denn, wenn man einen amerikanischen oder israelischen oder sonstigen Anbieter von Anomalieerkennung im Netzwerk in mein eigenes Unternehmensnetz lässt und sagt, der findet dann schon Anomalien und meldet die mir. Er hat nur einen Uplink in seine Cloud und zieht alle Daten ab und weiß dann auch Bescheid. Und wer weiß dann noch alles Bescheid? Und was passiert mit diesen Daten? Also insofern, wir versuchen, diese Risiken aufzuzeigen, auch die Bedrohungen, die da sind, und dadurch auch natürlich diese Umdenke zu aktivieren in der Politik, in der Gesetzgebung und so, dass da eben auch gesagt wird, oh, das ist vielleicht gar nicht so nachhaltig und sogar gefährdend für die Zukunft, und so will ja ein Staat nicht funktionieren. Auch wenn eine Regierung öfter mal in 3-Jahres-Slots denkt, weil 4. Jahr ist Wahlwerbung und man wird nur 4 Jahre gewählt, aber nachhaltig kann man einen Staat nicht betreiben, wenn man nur in 3-Jahres-Zyklen denkt, und das versuchen wir auch klar zu machen. So, ich schaue mal in die Runde. Wo haben wir denn noch weitere Fragen? Wir haben hier Avocado. Super. Hier unten ganz das viele. Ist die genau, aktive Fraktion. Rennen. Sehr gut. Hi, ja, also ihr benennt ja ganz richtige Problematik, also auch mit den 4-Jahres-Zyklen, aber dazu gehört ja auch die öffentliche Verwaltung, und die ist ja nicht alle 4 Jahre gewählt. Und ihr habt ja auch einige Probleme schon benannt, und das kommt ja eigentlich alles aus diesem Prinzip von wegen, der, also 90er Jahre, der Staat schafft alles ab, schiebt es in die Privatwirtschaft und wird von Beratern abhängig, und die sagen dann beim Golfen, lass mal Luca machen, so nach dem Motto. Wie vereinbart ihr dieses Grundproblem, und dass es so rausgegangen ist, mit, dass ihr als AGND jetzt genau an so einem Ort aktiv seid, der genau sowas eigentlich befeuern möchte? Der GovTech Campus möchte ja genau die Verbindung herstellen, um die noch näher zusammenzubringen, also noch mehr die Verknüpfung zu machen. Okay, ihr habt eine Antwort drauf. Ja, glaubt aber ihr, du bist gut informiert. Glaubt ihr, ihr könnt das System von innen ändern und nicht das System hinterher euch? Okay, das ist super. Also Lars, jedenfalls, also du musst vielleicht erstmal erzählen, weil er ist super informiert, was wir machen, aber wir haben das allen anderen vorenthalten. Okay, also nur ganz kurz, ne? Vielen Dank für die Frage. Okay, gut, wunderbar. Also eins der ersten großen Projekte, die wir machen mit der AG Nachhaltige Digitalisierung, ist, dass wir einen Auftrag bekommen haben vom GovTech Campus in Berlin, ein Audit zu erstellen, also Standards für ein Audit, damit die öffentliche Verwaltung ihre Projekte erstmal durch unser Audit zieht, um einen Qualitätsstandard zu erfüllen. Und diesen Qualitätsstandard, den sollen wir bauen, den bauen wir auf Grundlage dieser 10 Grundprinzipien und sind gerade dabei, weil wir halt eben beruflich viel auditieren, dass wir solche Auditstandards mal für so eine Geschichte machen, um mit dem Ziel, Digitalprojekte der öffentlichen Verwaltung strukturell zu verbessern. So, ja? So. Dann kam Lars auf mich zu vom GovTech Campus oder auf uns, aber insbesondere auf mich, und hat gesagt, wie ist denn das? Kannst du da bitte mitmachen? Und ich habe gesagt, geh aus der Leitung, tschüss. So, ne? Kannst du mit Caro machen, ist nicht mein Ding. Dann hat er nochmal angerufen und gesagt, nee, ich meine das ernst. Und dann habe ich gesagt, Alter, ich brenne die ganze Scheiße ab, lass es. So, und habe wieder aufgelegt. Und dann hat er gesagt, ey, ich meine das wirklich ernst. Brenn es ab, ich gebe dir den Raum dafür. Und ich sage, now we talk. So. Und wir sind dann hin, sie hat konstruktiv geredet, ich war super skeptisch, habe gesagt, Junge, nur eine Vorgabe und ich gehe direkt, ne? Also nein, ihr sollt keine Vorgaben kriegen, macht dieses Audit, entwickelt das, baut es zusammen. Die anderen Projekte werden dann als Piloten irgendwann durch euer Schema durchlaufen müssen. Dann gucken wir, wie gut das funktioniert. Und wann immer du meinst, darüber brandroden zu müssen, fühl dich frei. Ich sage, ja, tue ich sowieso. Meinte, ja, ich kann es ja eh nicht zurückhalten. Aber ich sage dir auch ganz ehrlich, das BMI, die ganzen anderen Leute, da waren viele so, du willst den Hasen dazu packen, das ist keine gute Idee. Und die haben richtig Schiss gehabt. Ich sage, ja, ist ja auch gut so. Meinte, ja, aber der Punkt ist halt, lass uns das doch jetzt mal konstruktiv gemeinsam machen. Ihr habt jetzt eine Möglichkeit. Und wenn nicht, könnt ihr jederzeit alles abfackeln, ist es jetzt die Chance. Und ich sage, okay, also der beste Beweis ist, man sieht uns auf den ganzen sozialen Medien, wir haben unser Verhalten nicht wirklich verändert. Ja, wir zündern immer noch alles an. Wir haben aber die Möglichkeit, tatsächlich da mit denen konstruktiv zu arbeiten und auch mal zu sagen, so geht's nicht. Der Wissing war auf einer Veranstaltung und hat einen Datennutzungsdiarrhö von sich gegeben. Ich habe in der ersten Reihe nur so gescharrt. Das stimmt. Lars guckte schon so und dachte, okay, der zündet gleich wirklich alles an. Und ich so, ja. Also wir haben auch öffentlich gesagt, dass er jetzt nicht durch unser Audit gekommen wäre, ne? Ja, genau. Mit dem, was er fordert. Haben wir dann gesagt, also der Wissing selber wäre ganz klar durchgefallen. Ne? Und er hat gesagt, und er finanziert das mit. Also das muss man auch sagen. Hat er recht. Also wir versuchen es von innen zu ändern. Wenn irgendwelche Spielregeln kommen, sind wir raus und werden es auch publik machen, warum. Aber aktuell wird uns das wirklich sehr frei bereitgestellt. Und
in einen freien und konstruktiven Dialog zu gehen, etwas zu verändern, ist ja auch okay. In dem Moment, wo es nicht mehr konstruktiv oder frei wäre, werden wir uns definitiv davon deutlich distanzieren und kriegst du dann auch mit. Ja. Dann ist es frei von uns, genau. Ja. Also und alles andere wäre, wenn wir das nicht mitmachen, ist es auch frei von uns. Also das macht die Option auch nicht besser. Ja. Wie gesagt, das war jetzt halt einfach eine Chance für uns, das mal halt irgendwo reinzugießen und zu sagen, okay, wir versuchen es zu entwickeln, wir versuchen ein Bewusstsein dafür zu erstellen. Und das an sich ist schon zurzeit etwas, was funktioniert, ne? Wo wir versuchen, sozusagen in Vorträgen und in Publikationen mit dem GovTech Campus zusammen ein Bewusstsein in die öffentliche Verwaltung zu bringen. Und ja, wir kriegen Geld dafür, da sind wir auch transparent. Und ja, das gefällt auch nicht jedem, wir werden auch dafür kritisiert. Ja, aber man muss auch fairerweise sagen, das sind nicht 10 Minuten am Tag. Ne? Nee, das ist schon deutlich mehr Arbeit und das kann man dann auch nicht mehr for free im Ehrenamt machen. Aber der Punkt ist auch, wenn ich in eine Anhörung gehe und die Gesetzgebung verändern will als Sachverständiger oder mit einer Stellungnahme und ich weiß aber, dass BMI ist, dem ist es eh scheißegal, was wir sagen und die werden das Gesetz 1:1 durchbringen, soll ich es nicht transparent machen, was die Mängel sind, dass wir das in Zukunft bessern? Also klar mache ich das. Und in dem Moment, wo ich sehe, dass es wirklich gegen uns geschossen werden würde oder wirklich so ad absurdum führt, nö. Aber die anderen Projekte, die sind ja auf uns zugekommen und haben gesagt, oh, wir haben davon mitbekommen, der Lars hat erzählt, der GovTech Campus hat und da wurde vorgestellt, was, wo, wie können wir denn jetzt von euch in unser Projekt einbinden? Und auch da, die rennen uns die Türen ein und sagen, oh, ist spannend, müssen wir mal adressieren. Also unabhängig davon, ob sie später mal ein Pilotprojekt werden sollen oder nicht, die sind interessiert und wollen das auch wirklich angehen. Warum soll man dann sagen, nee, ihr seid doof? Also das ist auch nicht die Strategie. Ja. Ne? Hilft ja nicht. Ich weiß, es ist schwierig, aber ey, irgendwann... Aber es gibt Kontroversen, die sehen wir auch. Ja, also die sehen wir und es ist auch gut, die transparent anzusprechen und auch immer wieder aware zu machen, ist wichtig. Ja. Ja. Bis zu einem gewissen Grad legitimieren wir das damit, solange wie unsere Spielregeln eingehalten werden, ja. Vielen Dank für diese super angeregte Diskussion. Ich glaube, ihr seid ja wahrscheinlich auch ein bisschen noch auf der Veranstaltung, um weiter zu diskutieren. Davon gehe ich einfach mal aus. Und halten nachher noch einen Vortrag und genau. Dann alles an. Wir sind, glaube ich, schon alle gespannt, wie das wird. Ich bedanke mich erstmal bei euch und wünsche euch allen noch einen schönen Tag und eine schöne MMCD. Danke.